Ein Mord hat die Polizei in Albstadt auf den Plan gerufen. Tatort, das Polizeirevier Albstadt-Truchtelfingen. Gestürmt von krimi-begeisterten Zuhörern. Tatzeit Samstagabend. Verdächtig sind alle. Polizisten, der Autor und das Publikum. Die Szenerie passte zu der Lesung von Peter Warg, der zwei seiner Werke vorstellte. Dass die Zuhörer so zahlreich erschienen, sich quasi als Zeugen befragen ließen, hätte nicht mal die Polizei erwartet. Und selbst die Beweismittel riss man dem Autor sozusagen aus den Händen. Der Weg zum Lehrsaal, in dem gelesen wurde, brachte das Publikum gleich in Krimi-Stimmung. Die Flure der Polizeidirektion Albstadt sehen nämlich aus wie die einer Anatomie. Fahles Licht auf nüchterne Wände und Böden, gleich müsste hier etwas passieren. Gespannte Stille herrschte, als Peter Warg mit der Lesung aus seinem Roman Epizentrum begann. Gleich zu Beginn warnte Warg die Zuhörer, die Gefahr der Wiedererkennung sei hoch, daher sein dringender Hinweis, dass alles nur erfunden ist. Ebenso wie die 6 Romane, die er schon geschrieben hat, 4 davon spielen in Albstadt und Umgebung. Auch der neueste Krimi-Roman zog das Publikum sofort in seinen Bann. Darin machen junge Geologen der Uni Tübingen im Hohenzollerngraben bei Albstadt einen grausigen Fund. Sie entdecken einen Plastiksack mit Teilen einer verwesten Leiche, die offenbar schon länger dort gelegen hat. Ein Journalist erfährt von dem Fall, doch auf seine Nachfragen zeigen sich die Polizisten seltsam zugeknöpft. Der Journalist beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Auf einmal kommt ein weiterer Mensch ums Leben. Mehr wird vorerst nicht verraten.